Erstmal nachladen, oder? Erstmal genau. Nachladen. So, wir haben jetzt genau herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand Showdown. Wir haben es ist Nacht. Also, psst. Nach links! Was labern wir gerade für Scheiße? So. Ich würde mich rechts halten lassen. Und wir haben nur einen. In schlecht. Nein. Ja, mit gut, euch Hunde. LOL, wie er ausgewichen ist. LOL, bist du tot? Warte, bist du tot. Wow! Holy moly. Ich mag das da wieder nicht, voll im Sumpf. Ach, mich doch. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, wir haben gerade. Ich glaube, dass wir echt keine gute Runde kriegen. Ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei der Runde, ich muss ehrlich zugeben. Es ist Nacht, was uns nicht zum Vorteil hat. Wir starten wieder im Sumpf. Das erste Teil ist oh nein. Oder oben. Die Viecher sind schon wieder bei uns. Ach, crappy. Alter, kommt der aus dem Sumpf daher. Komm her. Komm her. Ihr. Ich bin das runter. Nein, natürlich. Also, wir müssen hier einen Hinweis holen und weg. Ganz, ganz schnell. Ja, wenn hier mal eine fucking Leiter wäre. Ach, shit, Alter. Wir müssen mich verscheißen. Ich muss doch eine scheiß Leiter sein, oder? Da geht's hoch. Leiter. Da ist eine. Oder hier geht's hoch, ja. Eins von beiden. Oh, wir sind wieder viel zu laut. Oh, fuck! Was? Spieler? Nein, bei mir ist sie eine Tante. Ich werde, glaube ich, gerade verfolgt, ne? Nee, wirst du nicht. Oh, ich hatte Glück. Jetzt kommt doch, sie. Okay. Die ist weg. Oh, fuck. Wir müssen ganz schnell hier weg. Ganz, ja, ganz schnell. Ja, super schnell. Hol das Zeug und dann verpissen wir uns. Ganz schnell. Ja. Ich höre schon wieder Schüsse. Ja. Einmal nur weg hier. Wie komme ich hier runter? Nee, ins Wasser sollte man nicht springen. Hier geht's runter. Schnell einfach wieder zurück in den Wald oder so. Weit weg von hier. Ja. Ich will hier nicht sein. Furchtbar ist es ja. Oh, weil es gerade. Aber es sieht gerade geil aus. Mit Mondlicht, Monster hinten. Moment, wo läufst du überhaupt hin? Ich wollte einfach nur. Und jetzt laufe ich da zu den zwei Hinweisen. Ach, keine Ahnung, lauf mal zu dem. Oh. Da gehen wir mal hin. Ja. Ah, da bekämpfen sie, glaube ich, gleich zwei Spieler. Ich glaub's auch. Holy shit. Alter, was geht denn da ab? Da geht's richtig ab. Oh. Ich würde mal rechts vorbeilaufen. Oder da ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind Spieler, weil so schnell alle. Also entweder hatten die wieder haufenweise Glück. Oder in der Sägemühle. Jawohl, jetzt sind die Schüsse vorbei, also. Oh. So, können wir in die Mühle rein, oder? Ah, das sind Krähen. Ah, gehen wir lieber da hinten ran. Hast du recht? Die sind aber links bei der Mühle. Hunde pro. Obwohl, ja doch, eigentlich. Oh ne, das ist die Tante. Nein, du siehst mich. Halt, nee, ist überhaupt keine Tante. Ist gut. Doch, das ist so eine Tante. Nein, nein, nein. Oh nein, oh nein, oh nein, der hat dich ziehen. Scheiße. Jo, mein Leben ist gut weg. Haut ordentlich rein, die Frau. Richtig hart ist sie, ja.
Ich sehe gerade gar nichts, also wenn Spieler kommen, sind wir voll aufgeschmissen. Lol. Ich musste schießen, sorry. Die... Ah, shit. Wo ist denn eigentlich der nächste Hinweis? Ja, direkt rechts neben uns, wo die Schüsse hergekommen sind. Sehr schön. Ah, mittlere Munition braucht das Ding. Alles klar. Ich frage mich, ob die echt auf andere Spieler geschossen haben. Ah, da hinten ist der Hinweis, alles klar. Pass auf, nicht, dass die den Hinweis überwachen oder so. Oh, Hund. Scheiß Hunde. Andere Spieler! Andere Spieler, ja. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ich mach einfach mal den Hinweis. Einer ist, glaube ich, tot. Einer hat mich getroffen. Einer ist echt tot. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein oder zwei war. LOL! Töte den, bitte töte den. Der hat. Hab ihn! Gut, dann. Ich glaube, ich hab zwei erwischt. Also ich habe einen erwischt und du hast jetzt einen erwischt. Bitte. Du lebst? Ja, ich lebe. Jetzt sollten wir immer dazu sagen, glaube ich. Dass der andere kapiert, dass der andere wieder lebt. Warte, komm, Achtung, komm mal. Also entweder, ich glaube gut, der wird sich... Da drin waren die. Ja, die waren beide hier, aber ich check noch nicht. Okay, der eine hat sich dann, der eine hat sich dann außenrum geschleicht. Geschleicht, wie nennt man das? Geschlichen. Geschlochen. So, Leben, das ist sehr gut. Wo ist die Leiche von dem einen? Da. Ach da, okay. Lol, ich habe einfach mal voll ins falsche Gebäude reingeschaut. Ah, okay, das erklärt. Aber die waren echt hier gleich in der Nähe. Ja, die standen beide exakt hier. Beide. Ja. Und ich habe alle beide einmal erwischt und den anderen habe ich dann gekillt und der andere ist wahrscheinlich hier außen rumgelaufen. Hier. Und hat mich dann hier so überrascht. Hast du den Hinweis aufgehoben? Wir laufen gerade total wir rum, wir wissen gar nicht wohin. Da, hinter. Ja, das ist ein laut hier gerade. Schnell weg von den Hunden, ohne Witz. Aber die haben uns sofort gehört wegen den Hunden, ne? Deswegen haben sie gewusst, dass wir da sind. Lol, wie schnell ist denn der gelaufen? Hey! Weiter geht's. Also einen kompletten Lebensbalken habe ich weg. Hey, ich habe einen Kill gemacht. Yeah! Ja, scheiße, ich auch. Ah, oh, nee, nicht die Tonne. Ey, wie viel Schuss hast du noch? Okay. Sonst hätte ich gesagt, ich schieße mehr, weil ich voll Ding hab. Ah, Schüsse. Von wo? Link. Sollen wir zum Hinweis? Oh Gott, ich bin hier irgendwie hinter einer. Da lebt ja. Das sind Hunde, denkt dran. Was? Kann man nicht. Nee, kann man nicht durch. Oh, komm, scheiß auf die Raben da. Hier kann man rein. Ach, ich kenne die Stelle noch, wo es voll abging, wo es so laut war. Ja. Nur solche Viecher. Oh, hier ist gleich rein, sehr gut. Gehen wir davon aus, dass sie auch in der Nähe sein wird. Und die vielleicht sogar schon gegen ihn kämpfen. Alter. Wir sind natürlich ziemlich laut. Denn der? Ach, das ist auch, dass die das nicht auch noch überwachen hier irgendwie? Den Übergang oder so? Ich warte hier mal. Ja, ich glaube, die kämpfen jetzt gegen den. Ja. Hier geht's runter. Uah. So. Gottes Willen. Ist der in der Nähe? Ja, naja, es geht. Ja, es geht. Die Hunde, das ist jetzt echt blöd, ne, wegen den Hunden hier.
Kann man da vielleicht links vorbei? Links Rahmen. Brauchst du Muni oder Heilding? Muni, wenn ich. Scheiße, kann. Scheiße, scheiße. Ja, das hat mir. Ja, ich geh mal kurz rüber. Was? Lol, da lebt ja noch einer. Lol, den hat's auch voll weggequetscht. Ich dachte auch. Gut, das werden die jetzt gehört haben. Was die erwarten. Ja. Futter. Die haben, Alter, jetzt geht's hier wieder voll ab. Ach komm, nein. Kommen Sie mit, mein Junge. Warte, ich muss kurz heilen. Also die Verbannung ist noch nicht. Das ist sehr interessant. Gegen wen kämpfst du? Gegen so ein Viech. Bist du? Da bist du. Hier. Ach, das ist oh, Alter. Lass uns nicht zu schnell jetzt einrennen, weil... Ist es nicht da, wo wir hergekommen sind? Ne, wir sind auf einer anderen Ecke gekommen, ne? Wir müssen noch ein bisschen laufen, ne? Also. Ja, ja, aber... Die haben noch nicht mal mit der Verbannung angefangen. Ja, ja, wir können uns rechtzeitig... Lol, wie schnell warst denn du jetzt? Mit Flash. Der schnellste Handel in der Welt. Alles klar. Ich glaube nicht, dass die anderen auch so wie wir ein bisschen und uns dann ein bisschen in den Rücken fallen, weil wir zu schnell sind. Weißt du, was ich meine? Ja, aber letztes Mal halt auch. Bisschen außen rum gehen? Erstmal die Umgebung abchecken. Das ist alles Sumpf hier, oder? Ja, natürlich. Wirklich alles. Wir haben hier keine Deckung, gar nichts. Wir müssen unbedingt... Gar nichts, das ist furchtbar. Ich verstehe nicht, warum die noch nicht mit der Verbannung angefangen haben. Ein bisschen auf Fallen achten hier. Hm. Da wäre auch ein direkter Ausgang. Also wenn wir irgendwie die Beute kriegen, irgendwie, könnte man direkt zum Ausgang rennen. Ja. Könnten ja. Da rüberlaufen, theoretisch, das weiß nicht, Bäume. Ob wir vielleicht nicht rechts, guck mal, bei der Kapelle der schwarzen Madonna und dann eigentlich Richtung Ausgang und dann durch den Wald und von hinten irgendwie rein oder so. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade überlegt. Also, dann da lang. Eigentlich nur den Weg hier wieder entlang. Weil da haben wir immer ein bisschen Deckung, weißt du, falls wir angeschossen werden, irgendwelche paar Bäume oder sonst irgendwas. Ja, genau. Das ist wichtig, weil wenn du so im Sumpf bist und du wirst angeschossen, dann hast du keine Möglichkeit zu entkommen. Keine einzige. Oh Gott. Bitte kommt keiner, bitte sieht mich keiner. Oh Alter, plötzlich ploppt der so auf. Weißt du, wie ich mich jetzt erschrocken habe? Du hast gerade mich gehauen, aber nein. Nein, ich habe nicht mal zugeschlagen. So gut, dann hat der mich einmal erwischt. Ja, mich auch. Oh, das sind viele Gegner. Jetzt liegt man die mal kurz weg. Oh nein. Da können wir wieder heilen und Muni, oder? Lol. Das ist so ein Fetter. Ja, die Monster hören verdammt gut. Mir bei meinem Let's Play. Boah, ey. Alter, wieso war das immer so schnell? Leck mich am Arsch. Ich habe echt gedacht, das wäre ein Spieler jetzt gewesen. Oh, mein Herz. Ja, immer noch eins. Ja, komm her, du Fackelträger. Ich bin gerade hier so in Überzahl. Die Monster, das sind jetzt Monster. Nicht, lol, Alter, wie viele das sind? Wollen wir die snacken? Rechts. Oh, rechts sind Hunde. Schnell wieder raus hier. Sollten das Licht hier ausmachen. Obwohl, einfach weiterlaufen. Ich doch drauf. Aber wir sind eh schon da. Nee, doch noch nicht. Ich
verstehe nicht, warum die den nicht verbannen. Entweder die schießen auch nicht mehr. Nee, gar nicht. Was ist da los? Entweder sind die tot oder ich weiß es nicht. Oder es war nur einer und der ist beim Kampf verreckt. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube jetzt bei unserem Level, sag ich mal, da verreckt doch keiner mehr, oder? Das kann immer mal blöd kommen. Oh Gott, sorry, die waren so plötzlich hinterm Busch. Kamen die daher gereiert. Die Krähen. Hier ist der Ausgang. Okay. Ja. Ich verstehe das nicht. Die haben doch sowas gegen den Boss gekämpft, oder? Obwohl das schon ganz schön weit weg und die Schüsse sich doch lauter angehört haben, oder? Ich glaube, das war das. Ja, hast eigentlich recht. Das war jetzt schon ein Stück. Also wir sind schon ein Stück gelaufen, ne? Klar sind wir außenrum gelaufen, aber trotzdem. Sollten jetzt vielleicht langsam mal vorsichtig machen. Ja. Nicht, dass die vielleicht irgendwie gegen andere Spieler gespielt haben und sich gegenseitig gekillt haben. Na gut, gegenseitig killen geht eigentlich nur, wenn man wirklich gleichzeitig abdrückt oder andere Dynamit wirft, andere den anderen noch erschossen hat. Dynamit geworfen. Keine Ahnung. Nie was in dieser Welt so passiert. Das stimmt. Boah, hier Six, da war es sau schlecht. Wegen dem. Oh Gott. Hier ganz viel Gebüsch und Gras und Nebel und holy shit, das ist gerade richtig schwer. Sorry, mach ich. Macht nichts. Okay, die Krähen waren ein bisschen merkwürdig, dass die weggeflogen sind, weil die echt weit weg waren. Gut, ist mir eh bald da, ne? Beim eigentlich. Genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass schon eine Falle sein könnte, irgendwie kam. Naja, aber die Vieh da oben ist noch die Frau, die lebt noch. Also es sind ja auch keine toten Viecher oder so. Ich meine, irgendwelche Viecher müssen sie ja getötet haben, um hierher zu kommen, oder? Ich bin verwirrt. Aber irgendwo muss doch noch jemand sein, also es kann nicht sein. Die Frau ist noch da, da ist noch so ein Typi. Den hole ich mir schnell. Jawohl, nee. Der ist mir so zu offen. Ja, was war das? Pferd. Hast du es gehört? Schüsse. Und Pferd. Hinten ist ein Viech. Jetzt natürlich die Schüsse, wo wir wieder mittendrin sind. Oder sollen wir nochmal rausgehen? In den Wald. Und nochmal kurz abwarten, was passiert. Wenn er noch nicht tot ist, müssen ja nochmal Schüsse fallen, bevor die den töten. Wieso ist nur ein Schuss? Das ist... Vielleicht Panik wegen der komischen Hexe oder so? Kann auch sein. Da drin läuft er, das sehe ich. Also dieses fette Viech mit den Flammen, also der Schlechter. Das habe ich gerade gesehen, der ist gerade vorbeigelaufen. Das ist gerade echt blöd, ne? Hätte jetzt nicht geschossen, wäre ich jetzt fest entschlossen gewesen, reinzugehen. Aber jetzt ist mir nur unsicher. Aber darf ich ehrlich sein? Ich habe keinen Schuss gehört. Doch, wo du gesagt hast, Pferd, da habe ich Ja, genau, weil ich das Pferd gehört habe. Aber in dem Moment habe ich keinen Schuss gehört. Die Hexe, auf die habe ich ein bisschen Angst. Da ist wieder der Fette, der ist da drin. Den Six, der haben wir durchs Licht. Ja. Die Hexe da vorne, die bräuchten wir jetzt nicht. Und schießen sollten wir es wirklich nicht. Nee, ich gehe noch mal ein bisschen außen rum, check mal so ein bisschen,
Da ist ein Pferd, was aber noch lebt. Soll ich das im Leben lassen, damit, falls andere Spieler da vorbeilaufen? Ja. Also ich, ja, oder? Solange wir da jetzt nicht vorbei müssen, alles gut. Die Hex da oben macht mich wahnsinnig. Wir können sie die Hex nennen. Ja, Hexen, halt sie bitte. Lol, ich wollte den Hammer nicht. Da ist auch noch so ein Fetter? Kann doch nicht sein, dass hier jemand da war, ist eine oder? Falle? Oh, aber so, und noch nicht ausgelöst. Warte, ich tu die Falle hier mal aufstellen, ne? Also auf Vorsicht. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Mensch ist, weil die müssen die doch auch alle immer irgendwie töten. Mich darf's auch jetzt interessieren, ob der Typ schon Leben verloren hat oder nicht. Ja. Also wenigstens nur mal hin und nur mal ganz kurz reingucken, weil dann zeigt sie an, ob du Leben verloren hast oder nicht. Jetzt ist die blöde Kuh da oben, die macht mir echt Panik. Die können wir wieder mit Wurfmessern eventuell. Ich habe leider kein Wurfmesser. Hast du Wurfmesser? Jawoll, Hedge. Jawoll. Ist ja schon gemacht. Da liegt ein Spieler. Zwei tote Spieler liegen da drin. Lol. Alles klar. Lol. Sieht fast aus wie so ein Spieler da hinten, aber. Lol, wo sind Spieler? Da drin, guck da durch. Ah ja, da drin, ja, stimmt. Okay, vielleicht sind sie doch durch den Typen gefragt. Gehen wir kurz ran. Lol, der hat echt Leben verloren. Lol, kann es wirklich sein, dass sie. Der hat uns gesehen. Du blockst mich. Warte mal, wo ist ein Dynamit hier? Ah ja, stimmt. Höh, das, Dynamit. Oh, im Wasser, das ist sehr schlecht. Oh Gott. Achtung, du läufst zu meinem Dynamit. Oh, Alter. Alter. Okay, das ist doch irgendwie scheiße, das, wenn das Dynamit war, Alter. Kill ihn bitte mal. Ja, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Lauf mal. Ich lauf hier mal vorbei. Lol. Ach, jetzt guck, da ist er. Easy going. Oh, ey, Munition, gleich Munition okay. Aufheben, bevor uns jemand angreift. Es war. Ja gut, weil sie nebeneinander gelegen waren, kann echt sein, dass sie die gekillt hat, ne? Eben, das denke ich mir, ja, dass irgendwie, dass die deine wiederbeleben wollten, dann Fackel abbekommen hat oder so. Ja, oder so, oder der, die in die, oder der in die Zange genommen hat, dass die panisch irgendwie so eine Ecke waren und so geblockt wurden. Aber hast du gerade Pferd gehört? Ich geh mal lieber nach oben. Okay. Gut, also wir haben zwei getötet, zwei liegen hier drinnen. Also müsste es eigentlich noch ein Team geben. Also hier oben liegt richtig viel Muni, falls du mal Muni brauchst. Ne, ich bin voll. Ich bin da nicht zum Schießen gekommen. Achtung, ich laufe jetzt mal, nicht erschrecken. Ja, hier oben ist einfach eine Leiter, ich lege da nur eine Falle davor. Passt. So. Für was ist eigentlich dieser Generator? Für was kann man mit dem Generator machen? Geräusche. Mehr nicht. Mit dem Musik spielen. Ja, ich denke. Nur Musik. Schüsse? Das war ein Schuss, oder? Ja. Aber die sind weit weg, oder? Ja, also relativ. Schon, ja. Nein, eigentlich, die sind echt weit weg. Obwohl, Ausgang. Ja, ist. Eine gute Nähe. Nur, dass wir durch dieses Moor durch müssen. Aber wie, was haben die Spieler dann gemacht? Also Hinweise zum, das wäre ja viel zu lang gewesen, ja? Ja eben, meine ich ja. Gute Frage, was die da machen.
nichts Produktives. Hier ist noch eine Falle. Die setze ich auch mal hierher. Hier haben wir alles mit Fallen verlegt. Oh, die Schüsse kommen schon. Die sind beim Ausgang, oder? Von der Richtung her. Meinst du? Und das Blöde ist, das ist halt einfach wirklich eine gerade Linie zu den Ausgängen runter. Also wir können nicht in die entgegengesetzte Richtung laufen. Ja gut, also wenn sie bei dem einen Ausgang sind, können sie parallel zu uns laufen. Ja, das stimmt. Ja. Gut, aber jetzt wissen wir noch, mindestens zwei sind noch da. Die wohl uns abfangen wollen. Also muss man die Boost sich da gekonnt nutzen. Also wirklich ja. Sparsam. Gut, also ich gehe jetzt langsam hin. Ja, mach. Gut, das war jetzt nicht langsam, aber hey. Gut. Also ich schau mal ganz kurz. Mhm. Nichts gesehen auf die Schnelle. Richtung Ausgang, oder? So schnell wie möglich. Andere Richtung. Da lang. Aber gehen wir trotzdem hin. Wir können auch hinten raus hier, wo ich stehe. Ich wäre jetzt hier rausgegangen, aber naja, okay. Hier ist halt gleich die richtige Richtung. Aber nur beeilen wäre jetzt eigentlich vielleicht eine tolle Idee. Weil wenn die jetzt noch weit weg waren, haben wir noch eventuell eine Chance und gleich in den Wald irgendwie. Wir sollten uns absprechen, wer jetzt die Sicht macht, nicht, dass wir es immer doppelt machen. So. Warte, ich schau kurz. Fang du an, ja. Ah, jetzt haben wir das Pferd da. Aber gut. Ich habe nichts gesehen. Ich schau nochmal. Ich sehe nichts. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Ich schau nochmal. Ich sehe nichts. Vielleicht kann das aber auch vielleicht sein, dass das einfach so solche Farmleute sind, die ein paar Kleinviecher machen und dann einfach nur raus wollen. Kann auch sein. Ja, theoretisch könnte es natürlich auch sein. Ja. Das ist mal beim Ausgang. Schau nochmal. Sehe nichts. Lol, ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Oder? Lol, ich habe mich gerade verlaufen. Lol. Komm ich hier rüber? Oh Gott sei Dank. Ah, oh, du bist so weit weg. Ich extrahiere schon mal, wenn du da bist, dann passt's. Ja. So, mal schon hier gleich verstecken. Oh, ich bleib hier. Hinterm Wald. Oh, jetzt andere Spieler. Links. Hast du gesehen? Nee, ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab die orangen Punkte jetzt noch gesehen. Da waren sie wohl zu also langsam. Da waren sie wohl zu langsam. Nee, 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 nee. Bäbä. Error Badge. Ach ja, schöne Runde. Schöne Runde. Ja. Erfolgreich. Obwohl es nur ein, schlechter war es, nur ein Jagdobjekt, nenne ich es mal. Ein Ziel. Und wir haben trotzdem gut gekämpft. Ich frage mich, wie es jetzt gelaufen wäre. Wer hätte mir da jetzt einfach mal schon Sprint hingemacht, den Schlechter gekillt und gleich wieder raus? Ob das auch so gut funktioniert hätte oder ob dann die anderen Spieler in der Nähe gewesen wären. Also die anderen, die waren ja relativ früh da. Also da hätten wir vielleicht ihnen das angefangen, da hätten die den Kill bekommen. Weil die haben ja gut also Damage gemacht. Also der war ja schon gut gedamaged. Nee, ich meine jetzt, wo wir es ganz vorsichtig außen rum und sowas, da waren die ja schon längst drauf. Ja, ich glaube auch, ja. Aber ich glaube, wir haben da jetzt, sag mal, 10 Minuten lang einfach nur nichts gemacht. Ja, also wir ja. Trotzdem, aber ist halt vorsichtig. Das macht ja das Spiel aus, dieser Reiz, dass du nicht weißt, was da hinten ist. Aber ich frage mich, was die anderen zwei Spieler gemacht haben. Weil wir haben, wie du gesagt hast, wir haben echt lange dort rumgeschlichen. Und da war das ja schon, na gut, für uns war es klar, wo es ist. Und dann haben wir noch die Verbannung gemacht und ich weiß ja nicht.
Keine Ahnung. Ja, war leicht komisch irgendwie. Naja. Na gut. Schauen wir nochmal hier die Missionsübersicht. Von 32. Unser Charakter. Kurz vor 33. Level wieder. Schön. Geiler schon. Jäger, ist das jetzt unser... Nee, ist immer noch mein schlechtester Jäger. Yep. 32. Aber wenn wir den jetzt noch einmal spielen und nochmal erfolgreich rauskommen, dann... Das ist... Zweitbester. Zweitbester, ja. Ja, bei dem neuen Gewehr komme ich um einiges besser klar. Ist ganz gut, ne? Ja, das Schweizer Gewehr, das ist ganz cool. Was habe ich denn geworfen? Auch wenn das den Bolzen hat, wo man nach hinten nach zum Nachladen machen muss, ja, aber das geht, weil ich weiß es nicht. Aber er schießt halt genau. Ja, genau. Und macht gut Schaden. Das also. Ist es, ja. Naja, also ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen, für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Stream. Jo, genau. Tschüss. Tschüss.